So, da wären wir wieder. Natürlich. Ich war's vergessen. Und willkommen. Oh mein Gott, er hat vergessen. So, jetzt haben wir dieses Zeug, Mutandis. Leck mir die Eierwund. Was will Patrick jetzt gerade von uns? Ich will, dass wir jetzt hier... Creeper Herz. Oh. Sehr wertvoll. Das ist sehr wertvoll. Die Schere nehmen wir mit. Creeper Herzen sind sehr wertvoll. Die kriegt man, glaube ich, nur mit so einem Hexenschwert. Ah ja, egal. So, dann wollen wir mal weiter hier. Huhu. Wollen wir mal was hier an Frage nehmen? Ah, ich wollte letzte Folge jetzt erzählen, was ich von so Mädchen halte, die sich Schminke in ihr Face chillen und machen und dann irgendwie so 2 Jahre alt sind. Ne, 13 bis 12, 13. An sich ist so Schminke sowas für Mädchen wie für uns Jungs damals, wo wir klein waren, Bionicle. Deshalb sage ich euch eins, an sich habe ich ja nichts, aber so, wenn man es so aus Spaß macht zu Hause, okay. Man darf sich ja mal einen Lippenstift auftragen, also ich weiß schon, was ihr meint, so dieses Bitchige, dieses, wirklich, wo man so, die können ja nichts dafür, ne, das ist ja die Erziehung, wo man nicht mal, wo man so, es wichtig ist, mit 12 schon einen Freund zu haben, das ist vollkommen gar nicht wichtig, ich verstehe das nicht, aber mir ist das egal, deshalb sage ich meine Meinung, ich kann ja eh nichts dran ändern, ne. Ist das für Wurz? Da müssen die Eltern entscheiden. Deshalb halte ich davon nichts und ich hoffe, dass, wenn ich eine Tochter haben werde, dass ich die gut erziehen kann. Aber es wird schwer mit der heutigen Generation, weil die Kinder so viel Einfluss haben auf meine Kinder dann. So. Was wir brauchen sind Oak Saplings, soweit ich das weiß. So. So. So, perfekt. Perfekt. So, jetzt haben wir 6 Dinger. Jetzt erkläre ich euch mal, was denn hier so mein Plan ist, Freunde. Und wenn wir das mit Witchery, so mit Voodoo gemacht haben und ein paar Tränke erstellt haben, dann werde ich mein Haus verschönern, aber das ist noch weit entfernt. So, wir haben hier unsere Pflanzen. Die sind cool. Food Plus, Creeper Heart, bloß nicht wegwerfen. So, jetzt wollen wir ja hier auch ein paar Setzlinge nehmen. Und so, setzen wir mal hier. Und jetzt haben wir eigentlich nur 6 davon. Was brauchen wir als nächstes? Rovenwood, ne? Mal gucken, was wir als nächstes kriegen. Also. Wir nehmen das. Mit der Schere mit. Okay. Ah, was ist das an meinem Fuß? Was ist an meinem Fuß? Ist da was? Muss ich unbedingt. Ach. So, 7 haben wir. Mal gucken, was wir als nächstes kriegen. Birke. Birsch. Amber. Können wir auch mitnehmen. Ah, ich wusste, dass wir brauchen mehr Alder. Immerhin. Ein Setzling. Komm schon. Oh, Spanish Moss. Sehr schön. Aber was mir fehlt, was ich eh nicht kriegen werde. Ah, Spruce. Okay. Brauchen wir mehr von diesem Zeug, das heißt, wir brauchen mehr Spruce, Saplings, das heißt, denn mit diesem Zeug kann man so Sachen in, kann man Sachen verwandeln, so Saplings in Sachen halt, aber auch in Witchery, ich brauche jetzt andere Pflanzen, Hexenpflanzen, die kriege ich nur nicht irgendwie durchfinden, sondern kann ich umwandeln in, mit diesem Zeug, was ich gerade erstellt habe. So normale Saplings in irgendwelche Sachen und dann kann ich selber entscheiden, ob ich die will oder nicht. Und ein paar Sachen waren da gar nicht mal so nutzlos.
Was wir jetzt machen, so Spanish Moss können wir ja wachsen lassen an. Der wächst überall, glaube ich. Dann können wir, glaube ich, sogar hier einfach dran tun, dann wächst er. Das hier wächst auch. Ich bin mir nicht sicher. Einfach da. Sieht wertvoll aus. Ich kenne das auch. Und so ein Baum, ne? Den kann man auch ganz schön hier platzieren. So ein alter Baum. Ich weiß nicht. Die brauchen ja auch Licht, um zu wachsen, ne? Moin, moin, Kiddos hier. So. Wir brauchen Licht. Wir brauchen wieder mehr Licht. Aber was wir jetzt als nächstes brauchen, ist auf jeden Fall. Es regnet draußen und es ist so gemütlich, dann drin zu chillen. So, dann nehmen wir mal. So, wir brauchen jetzt schon ein paar Dinge von denen. Wir haben eh nur ein Ei. Das ist natürlich nicht so gut. Machen wir uns erstmal. Ich hoffe, das klappt jetzt, ey. Komm schon, ein Ding. Komm. Ich hoffe, das ist so mit Luck. Oh, nee. Amber Moss tun wir mal hier rein. Haben wir auch gerade bekommen. So ein Creeper. Nee, ich habe Angst, dass das mir jemand stiehlt. Das ist wirklich wertvoll. Mal gucken, ob wir nicht noch so ein Ding kriegen. Wir können auch so Altare und so machen, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid, so komm, komm. Man kann nur die Öfen, man kann die Öfen auch stärker machen, aber es ist mir Ressourcen zu teuer, ey. Perfekt, so, so, Methandis, so. Unten die Flasche. Dann ein Ei brauchen wir. Ja, man, ohne Ordnung ist wirklich schwer. Ohne Ordnung ist schwer. So, dann ein Ding. Ein Ei. In der Mitte ein Ding nach da. Ein Ding nach da. Und wir brauchen den großen grünen Kaktus. Ja, wenn dann jetzt nichts wächst, ne, machen wir übelst die Verluste. Da muss was wachsen. Kakteen, wachs dort. Ich hab Angst. Die sind wertvoll. Mal, vielleicht wachsen die gleich ein bisschen, wenigstens eine Stufe. Was wir brauchen. Was machen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, wir machen Licht. Wir brauchen Licht, wir brauchen Licht. Was läuft gerade im Hintergrund? Elven Forest. So, machen wir mal hier ein paar Fackeln. Wir machen ein paar Fackeln. Easy. So, zack. Dann kommen hier vielleicht auch keine Zombies. Weißt du, wenn ich dann rausgehe, dann habe ich so meine Ruhe vielleicht. Vielleicht kriegen wir das hin. Hier. Ah, dann sieht es direkt so warm aus, so gemütlich. So, zack. In der Umgebung werde ich dann... Und... Wachse bitte. Ich brauche mehr von diesem Spanish Moss. So. Guck mal, der kommt gar nicht noch so nah. Geh weg, du blödes Vieh. So. Zack, Lumberjacks. Einfach easy. Perfekt. So, dann können wir auch mal direkt das hier setzen. So. Machen wir das. Was ist das da hinten? Ein Hut, aber den will ich gar nicht haben. Ja, das ist die Sache. Die Sachen müssen ja halt wachsen, wenn...
Wenn ich da jetzt einfach was nehme, dann wachsen die Dinger halt nicht, wie ich das haben will. Ich will ja eine expansielle. Ach, ich kann dieses Wort. Ich konnte dieses Wort nie aussprechen. Produktion. Hallo, gib mir deinen Hut. Ah, den habe ich schon, wie es scheint. Was ist das denn hier? Dirt. Ja, warten wir. Am besten. Wir pflanzen hier was. Ach, die wachsen. Ach, die pflanzen sich so cool fort. Dann gucken wir mal. Oh nee, kann nicht wahr sein. Hier. So. Ah, Mann, ey. So, was haben wir denn hier? Manrake. Sehr schön, dann können wir das direkt hier anpflanzen. Am besten direkt mit einem Schwert, weil wenn das Vieh da rauskommt. Direkt mal. Auch die Wasserpflanze, das. Perfekt. Ach, eine Eisnadel, die brauchen wir auch noch. Okay. So. So, dann ist das eine Vase. So. Seeds für eine Wasserpflanze. Eine Wasserorchideenglocke, oder wie man die heißen. So. Perfekt. Meine Arm. Ich wurde von der Mücke gestochen. Danke Gott. Und hier geht's auch direkt weiter. Wachset bitte. Wachs. Was ist das denn da? Eine Keule? Ah ja. So. Zack. Die pflanzen sich fort. Das sind so Dinger, brauchen wir auch. So. Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen Kaktusgrün und. Ich weiß nicht. Wir haben hier Blaubeeren. Und das. Komisch. Daraus kann man auch kein Grün machen. Du bist in Treibsand gefangen. Ich erlöse dich mal eben. Das ist auch keine Kakteen. Das ist doch nicht. Das ist doch. Ah, okay. Was ist das? Vielleicht finde ich Kakteen. Dann irgendwie mehr. Dann kann ich richtig viele mitnehmen. Aber dafür brauchen wir eine Wüste. Und ich sehe jetzt hier auf der Map. Sehe ich keine besondere Wüste. Ne, also hier ist ein bisschen Savanne, aber war's auch. Dass hier mal kein Kaktus rausspringen. Ach, ein Kürbis. Perfekt. Da hat sich das ohne Witz, ne? Schon allein wegen den Eisengolem, den ich jetzt machen kann, hat sich das schon gelohnt. Du hast ein. Ach, fuck. Okay, so, was haben wir denn sonst noch? So, was ich schade finde bei diesem Let's Play, bei Galaxy, ist, dass ich so ein Gefühl habe, dass solange, nur wenn ich hier ein bisschen so ein paar Erkundungstouren mache, whatever, direkt die Leute sagen, nö, werd produktiv, weil sie das so gewohnt sind, wisst ihr? Und, keine Ahnung, so, man will eigentlich so alles entspannt angehen und nicht so mit Druck, weil als Let's Player. Die Musik passt gerade gar nicht so mit dieser, mit dem, was ich sage. Einfach rastet das so voll aus. Nee, also, für uns ist das auch nicht so entspannt dann. Wir wollen ja auch chillen und dabei das Spiel selber für uns entdecken. Nicht nur so, Ausrasterei. Ist ja blöd, wenn ich das am Ende sage im Video. Guckt ja eh keiner, was zum Ende. Ich würde sagen, ich beende auch die Aufnahme und dann sehen wir uns gleich. Bis zum nächsten Mal. Hey, tschüss.